So, meine lieben Freunde, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Diesmal spielen wir Stardew Valley. Ich muss einmal ganz kurz die Musik ausmachen, es tut mir leid. Ich hoffe, dass ich in dem Fall nicht irgendwie jetzt die Stimmung versaue oder so, aber das ist momentan irgendwie ein bisschen laut. Ich muss gleich mal zusehen, dass ich irgendwie die Sounds ein bisschen leiser gestellt kriegt. Ja, es ist mal was anderes. Für die Leute, die es nicht kennen, ich habe es mir, ich sag mal so, ich habe es empfohlen bekommen. Und ja, es ist ein bisschen angelehnt an Starbound. Das sollten ja einige kennen, nur dass das ganze System so ein bisschen anders ist. Es ist, man könnte schon sagen, es ist halt mehr so eine dreidimensionale Welt, weißt du. Du läufst nach Norden, Süden, Westen, Osten, weißt du. Macht also in dem Fall einen kleinen Unterschied. Was genau so das Spiel insgesamt alles an Stuff und was ich nicht weiß, beinhaltet, das kann ich euch noch nicht sagen. Ich spiele das Spiel nämlich von diesem Punkt an hier pur blind. Bedeutet, dass ich euch als Community natürlich wieder brauchen werde, mir Tipps zu geben, Vorschläge und so weiter. Bin mal gespannt, was da so Tolles kommt. Das Spiel gibt's zu kaufen auf Steam und ja, Links sind eigentlich alle in der Beschreibung, also von daher, sollte noch was fehlen, schreibt's mir das einfach mal rein in die Kommentare. So, dann werden wir doch mal schauen. Ich würde ganz gerne irgendwie in Einstellungen kommen hier, aber kann ich wieder nicht, weil hier gibt's nur, oder gibt's das hier Created bei Chucklefish. Chucklefish ist ja auch die Firma, die hinter Starbound steht. So. On the web, on Twitter, Chucklefish LTD. Na gut, dann machen wir mal einen neuen Account. So, wir können uns einen Namen erstellen. Wen nehmen wir dann? Das ist eine gute Frage. Wir nennen ihn Multi. Der kleine Multi. Farm Name. Blablabla. Bla, bla, Farm. Die Multi. Das wäre sowas von schlecht einfach. Farm Name. Farm Name. Oh Gott. Ich wüsste was. Aber das wäre, glaube ich, unpassend. Nein, das kann ich nicht bringen. Die Farm. Da muss ich natürlich wieder so Kreativität zeigen. Und wie ihr das von mir gewohnt seid, ich nenn's die Demon Farm. So, das passt zumindest zum YouTube-Kanal, ob das jetzt letztendlich, ja, naja. Und Favorite Thing, was ist damit gemeint? Unsere Lieblingssache. Unsere Lieblingssache. Es ist egal, was ich jetzt hier eintippe. Wirklich meine Lieblingssache. Das kann ich aber nicht bringen. Also ich meine, ich habe so viele Sachen, die ich gut finde. Ich werde hier jetzt sicherlich nicht irgend so Nerd-Scheiß reinschreiben, macht euch da mal keine Sorgen. Mein favorite thing. Ich, oh Gott. Ich liebe. Nein. Kann ich das also eingeben hier, ne? Ne, Ü gibt's natürlich wieder nicht. Oh Mann. So richtig schön die Stimmung versauen gleich. Favorite Thing. Mein Favorite Thing. Ich gebe jetzt hier Musik ein. Das ist meine Lieblingssache. Ich höre gern Musik. Das passt einfach zu allem. Musik. So, wir können aussehen, ob wir eine Frau sind oder ein Kerl. Natürlich sind wir ein Kerl. So. Also, den kann ich hier nur drehen. Okay, dann sind wir ein Kerl. So. Wir können die Hautfarbe anpassen. Wir haben eine Wahl zwischen 20, 21. Alter, so viele Hautfarben. Ich nehme mal Skin 3, das sieht ganz gut aus. So, Hair können wir machen. Das sieht so ein bisschen nach Legend of Link aus. Ich würde ja gerne die Musik anmachen, aber es ist einfach ein bisschen zu laut einfach. Und es kommt eh nix. Okay, gut. Ja, das passt einfach überhaupt nicht. Nein, oh Gott.
Ich hab doch Kerl ausgesucht. Warum kommen dann Frisuren? Oh Gott. Das sieht so ein bisschen aus wie. Nee. Das ist schon wieder ein Frauenhaar. Frauenhaar. Frau, Frau. Frau. Warum kann ich denn. Naja, gut, was soll's. Vor allem, ich kann auch extrem viel einfach aussuchen. Mehr für Frauen als für Kerle. Ich nehme das mal. Nee, oder? Ich glaube, ich nehme das. Das sieht ganz lustig aus. So, ein Shirt. Mal gucken. Mit einem Totenkopf. Blau. Das sieht beige aus. Keine Ahnung. Das ist so Mario Brothers Style. Das ist ein Karohemd oder was das darstellen soll. Nee, ein Charlie Brown Hemd könnte das sein. Das ist blöd. Das ist mit einem. Nee, nee. Ach, das. Ach, ich hätte lieber. Das sieht doch gut aus. Hier so ein Hoodie oder was das darstellen soll. Und ACC, Eck. Achso. Mit einer Brille, richtig fresh. Oder Roboter. Und das. Der Vincent. Hier haben wir den Hater. Das ist Chamäleon, das ist Kid Chamäleon und das ist Blaubart. Das sieht einfach so behindert aus. Was soll das überhaupt da sein? Darstellen? Eine Hundeschnauze? Das ist einfach nur. Nee, das ist schon wieder so ein. Nee. Das ist alles irgendwie doof, ne? Ich bleib dabei. Ich mach da mal nix zu. Nee, ich mag das nicht. So, Augenfarbe können wir noch einstellen hier. So, mehr so blau oder rot. Aber, na, warte mal. Nehmen wir das mal. Das sieht gut aus. Vielleicht so ein bisschen heller. Ja, so ist perfekt. So, Hair Color können wir auch nehmen. Können wir uns alles aussuchen, was wir wollen hier. Wobei das am Anfang eigentlich schon ganz gut war hier. Ah. Kannst du das voll anpassen, aber ich und Farben, ganz ehrlich. Schwarz. Machen wir das mal. So, das sieht doch ganz nett aus. Und Pants Color können wir auch nochmal einstellen hier. Ich würde das ja ganz gerne recht. Obwohl, man müsste es ja eigentlich mal so Richtung Blau machen, ne? Nehmen wir die Töne hier mal weg und dann müssten wir ja eigentlich was Blaues rauskriegen hier. Ach nee, warte. So. Machen wir mal das. Das sieht, glaube ich, ganz gut aus. So, dann drücken wir mal auf OK. Und das Intro. Und für meinen wirklich besonderen Enkel. Ich möchte, dass du diesen Brief nimmst. Nein, nein, öffne ihn noch nicht. Habe Geduld. Nun hör mir gut zu. Es wird ein Tag kommen, an dem du dich abgestürzt fühlst von den Belastungen der modernen Zeit. Und dein strahlender Geist wird vor einer großen Leere verblassen. Wenn das passiert, mein Junge, wirst du bereit sein für das Geschenk. Nun lass Opa ausruhen und Netflix gucken.
XX years later. Wir arbeiten. Ich glaube, die rechte Person passt mehr zu mir. Können wir auch weiterarbeiten? Hier, temporary? Okay, was steht drin? Dear Multi, wenn du das liest, bist du... Oder willst du eine Veränderung in deinem Leben? Dieselbe Sache ist zu mir passiert. Vor langer Zeit. Bla, 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 bla. Okay, nun gut. Unterwegs mit dem Bus. So, okay, gut, wir müssen noch nichts machen. Eine halbe Meile nach Stardew Valley. Und ein Vogel. Soll das ein schlechter Scherz sein? Jetzt bin ich ja zweimal hier drin. Hallo, du musst Multi sein. Ja, das bin ich. Ach so. Ich bin Robin. Der lokale, was sagt man, Carpenter? Hier, Zimmermann. Zimmermann ist richtig. Bürgermeister Lewis hat mich hierher gesendet, um dich abzuholen und dir zu zeigen, also den Weg zu deinem Zuhause zu zeigen. In dem Moment ist er bla bla bla. Ach, er zieht sich um und bereitet sich vor für deine Ankunft. Die Farm ist gleich da drüben, wenn du mir folgst. Okay. Oh gut, ich muss noch nichts machen, das ist schön. This is Demon Farm. Passt doch zu mir, ne? Ich hoffe, das waren Freudentränen. Was ist los? Ja, es ist ein bisschen überwachsen. Aber hier sind gute, bla bla bla, guter Grundboden oder was es sein soll. Unter diesem Müll oder... Ja. Mit einer kleinen Dedication, ich glaube Einweisung, bist du... Hast du es in kurzer Zeit gesäubert? Okay, gut, das ist nicht das Problem. Hoffe ich. Und hier sind wir, dein neues Zuhause. Sieht schön aus, auf jeden Fall.